Jack hat bereits ein Auge auf dich geworfen. Ganz. Ich habe kein Problem mit ihm. Eine goldene Regel. Je mehr du leistest, desto mehr Arbeit bekommst du. Sag mir, was los ist. Also, was wollten Sie von dir? Wenn du da gewesen wärst, wie du es gesagt hattest. Ho, ho, ich habe getan, was ich konnte. Ich wusste ja nicht, dass da noch andere Leute im Tunnel sind. Lukas Tod war ein Riesending. Die haben diesen Dreckskerl wie einen Vater geliebt. Aether hat nicht das Charisma von Lukas. Er wird viele Probleme haben. Aether sagte, er würde mich eventuell durch den Tunnel lassen, wenn ich ihm helfe. Was? Wobei sollst du ihm denn helfen? Er will, dass ich die Waffe von Lukas finde, den Lazarus. Er war vom Tatort verschwunden. Er glaubt, wenn er ihn findet, findet er auch den Mörder. Der Lazarus, hä? Huh? So eine gepimpte Schlagringsammlung, stimmt's? Ich kenne einen Typen, der mit Diebesgut und anderem Kram handelt. Ein Hehler? Teilzeit Hehler, Vollzeit Betrüger, aber recht ungeschickt. Die halbe Stadt ist wegen seiner Schulden hinter ihm her. Wenn einer in Villador dumm genug ist, eine Peacekeeper-Waffe zu kaufen, dann er. Wie heißt er? Hubert Cabazos, auch bekannt als Hubi der Halbaffe. Er baut seinen Stand jeden Tag im Windrad in der Nähe auf und wartet auf Kunden. Verkauft wohl Gras und Fusel an die PKs. Wenn du den Lazarus finden möchtest, dann sprich mit Hubi. Ich gehe ein paar anderen Hinweisen nach. Okay, lass uns in Verbindung bleiben. Ist das echt dein Ernst jetzt? Was zum Teufel ist das? Haltet die Klappe!
nicht. Hier aufzutauchen war ein großer Fehler. Arschloch! Du verdammtes Arschloch! Zeit für Spaß! Hier ist Endstation! Bist du tot! Schnapp euch diesen Wichser! Thank you.
Bist du Hubert? Nee, ich bin's nicht. Ich warte auch auf Hubi. Also stell dich hinten an. Verstanden. Weißt du, wann er hier sein wird? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in zwei. Bei dem Halbaffen weiß man nie so recht. Aber andererseits hat er den besten Fusel. Das Warten lohnt sich also. Tja, dann warten wir mal, oder? Hey, bist du Hubert? Wer will das wissen? Mein Kunde. Ich will was kaufen. Hey, du bist der Fremde, den sie hängen wollten, stimmt's? Hey, Hubi! Du hast einen besonderen Kunden. Der Pilger vom Bazar ist da. Warte! Ich will nur etwas kaufen. Also, das war Hubi, stimmt's? Sag mal, läuft dir nicht gerade jemand weg? Ja, klar. Solltest du nicht gerade hinter jemandem herlaufen? Hakon, er läuft davon. Klingt ganz nach Hubi. Moment mal. Ah, ich sehe ihn. Der Arsch läuft nach Nordosten. Schneller, Aiden. Du hast ihn gleich. Er ist nicht hier. Unmöglich. Ich habe ihn genau da gesehen. Das kleine Wiesel versteckt sich sicher. Sieh dich um. Warte, ich sehe ihn. Er klettert. Siehst du das GIE-Gebäude? Er klettert gerade aufs Dach. Hubert, ich will nur reden. Lass mich... Tu mir nicht weh, ich weiß nichts. Worüber? Ich hab dich noch gar nichts gefragt. Ich weiß nichts von gar nichts, ich schwöre. Mir wurde gesagt, du wärst ein Hehler, hm? Ein Hehler? Niemals. Wiederverkäufer, vielleicht. Ich suche nach dem Lazarus. Hat mal Lukas gehört, dem verstorbenen PK-Commander. Und tu bloß nicht so, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Machst du Witze? Selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Warum bist du vor mir geflüchtet? Weil alle 5 Minuten irgendjemand hinter mir her ist, Mann! Okay, vielleicht habe ich manchen Leuten einen Grund gegeben, wütend zu sein. Aber ich biege das wieder hin. Bald. Ganz sicher. Vielleicht. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hä? Ich habe das nicht erwähnt. Komm schon! Jeder weiß von Lukas kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben. Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lukas getötet, was Blödsinn ist. Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's? Glaub mir, ich... Na gut, vielleicht war es so. Aber wer das war, sage ich nicht. Das ist vertraulich. Hör auf, um den heißen Brei zu reden. Sag schon, sonst... Sie heißt Maya.
Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe! Daneben stehen ein paar Armeebaracken oder so ein Scheiß. Na, das finde ich. Hey, Hakon. Hubert sagte, jemand wollte ihm den Lazarus verkaufen. Kennst du eine Maya? Nein. Komisch. Eigentlich kenne ich alle Frauen hier. Ich gehe zum Meatpacking Square. Meatpacking Square. Abgefuckte Gegend. Da haben sie 23 ein paar Armeebaracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Okay. Meld dich, Kumpel. Ich leg dich um. Bist du bereit?
Du kannst mit mir Bild halten. Tschüssikowski! Thank you.
Mhm.